Ah, Mali Conti. Ja, das ist auf jeden Fall sehr rough für Mali. Sehr, sehr rough. Ja, also Mali tatsächlich so meiner Meinung nach so der Spieler in Berlin, der am meisten geprüft hat. Ja, ja, Zeit. Ja, auf jeden also Fall. Also Mali ist richtig gut geworden. Als ich zum ersten Mal gegen ihn gespielt habe, so keiner Wash. Ja, ja. Aber so jetzt sind es halt immer so Game 5 Sets und da hat auch schon ein Set von mir geholt und so. Ja. Und natürlich ist halt auch immer so explosives Matchup gegen Icy's, aber trotzdem so. Fun Fact, das erste Set, was ich gegen Matt, nee, nicht gegen Match, gegen Mali aller Zeiten gespielt habe, war, glaube ich, Anfang dieses Jahr oder Ende letzten Jahres. Er lag 2-0 vorne. Er hat mein Falco einfach zerstört. Mhm. Und dann bin ich Peach gegangen, habe das Set gewonnen. Aber das würde ich nie wieder machen und ich schäme mich auch ein bisschen dafür. Aber Mali ist wirklich richtig gut geworden. Ne? Mhm. Aber ich finde Falcon ist ein roughes Matchup. Ich habe letzte Woche, nee, diese Woche gegen gespielt mit Falcon. Das fand er auch sehr unangenehm. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es eins seiner besten Matchups ist. Und das ist leider seine, schon der Spiel. Ja, vielleicht beweist uns ja Mali was anderes, ne? Kann man nie wissen. Es wäre einzuschätzen, wie gut er in dem Matchup ist. Ja. Gegen Space ist er richtig. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das ist, man muss mal auch sagen, so ein Matchup, was ICs allgemein immer können. Ja, ich meine, ist ja eigentlich das Mouseplate-Matchup eigentlich für jeden Charakter. Deswegen. Ja, Falcon muss man halt leider erstmal wirklich verstehen. Ich meine, er ist weird, aber wenn man ihn dann checkt, merkt man, dass er vielleicht doch gar nicht so gut ist, wie man denkt. Ja, wenn man bemerkt, dass Conti nur Backer-Walls macht. Ja, aber das reicht irgendwie auch gegen Ice, ne? Ich meine, ich dachte auch immer, dass, glaube ich, diese, wie heißt die, Drive-by-Stomps, ne? Also wenn du einfach komplett overshootest und in der Mitte den Stomp hittest und dann auf der anderen Seite der Stage bist, ist ja eigentlich auch unpunishable sozusagen. Also außer du machst dann Up-Tilt einfach, um das zu stoppen. Aber wenn du halt im Schild bist, kannst du halt nichts machen. Ja. Dabei ist Fakt, versucht man ja auch immer die Knees auf das Schild zu bekommen, sodass die ICs dich nicht punishen können. Ja, ich meine, das ist halt schon ein ekliges Matchup für ICs. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so eine, Self habe ich auch ab und an mal so Counterpick gegen ICs, wenn es nicht gut lief. Ja, ja. Weil es halt auch so relativ straightforward ist auch. Ja, also mir macht das Matchup auch voll Spaß. Du kannst mit Self halt schon so ein bisschen Unga Bunga, so Aerial Spam. Ja. Wie eigentlich fast in jedem Matchup, aber vor allem gegen ICs. Ja, gegen ICs ist echt nochmal schlimmer. Ich habe auch Conti gegen Anna früher habe ich Sachen gesehen, die mich bis heute verfolgt haben. Da hat er nur auf der Top-Plattform angefangen zu stompen und Ice hat anscheinend eine richtig schwere Zeit dagegen. Mhm. Also wir wollen hier keinen CF mehr diskreditieren. Nein, nein, auf jeden Fall nicht. Aber CF allgemein diskreditieren. Ja. Ich frage mich immer bei dem Knee on Shield und als Falcon, wenn du danach jabst, ist es dann schlau, Shield zu droppen und zu crouch-canceln? Wahrscheinlich. Also CF würde wahrscheinlich dann für einen Gentleman gehen oder so. Genau. Also kann man bestimmt grabben danach, ich weiß nicht. Ja, ich frage mich halt immer, was der Play ist halt gegen Knee und dann Gentleman, ne? Vielleicht ist ja sehr, sehr safe. Vielleicht eine Rolle buffern einfach und weg? Ja, auch schlau, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall kein Winning, wie heißt das, Szenario für ICs. Eine schlechte Position, könnte man sagen. Schön. Machst du wieder zurück mit dem Berg erst? Mm. Mali hat auch richtig Hunger drauf. Ja, ja. Bitte gib mir die Baggers. Ich hab Hunger. Ja, leider hat er alle gegessen. Ja. Es sei gut, dass wir Konzi. Was hat Mali in der Hand? Was will er eben sagen? Es war so close. Hättest du nur nicht diese Baggers gemacht. True. Ja, keine Überraschung. Ich hätte sonst hier gewonnen. Direkt zu FD. Ja, das ist auf jeden Fall klar. Ja. So. Aber darf auch nicht seine Handoffs droppen. Also, ich bin leider kein Eisenspieler. Ich weiß nicht, wie schwer das ist. Ich würde ist sagen, wahrscheinlich sehr schwer. Ist wahrscheinlich wirklich sehr schwer. Ist halt aber so ein bisschen komisch. Die meisten ICs können halt die Handoffs gegen Spaces und gegen Tefs sind ja wahrscheinlich auch einfach anders wegen dem Gewicht und so. Ja, true. Das ist schon auch nochmal ein bisschen nervig. Also, Marlies Handoffs gegen Fox sind richtig gut. Ja, gegen Falco auch übrigens. Das war aber leider so ein Flop. Der hat irgendwie, glaube ich, seinen Dash nicht bekommen. Ja. Und konnte da einfach rausrollen. Oder hat irgendein Big Brain Play machen wollen, irgendwie auf eine Rolle warten. Ja, true. Oh schöner Tomahawk, ja. Oh ja, schöner Overshoot. Ja. Ich glaube, hätte er einfach abbiegen können, ne? Und dann wäre er einfach safe. Ja, wahrscheinlich wollte er nach oben eher dort. Ja, wahrscheinlich. Oh. Ja, diese Berge und dann die Side ist auch gut. Ja, das sieht rough aus, dieses Game. Am Anfang sah es ja noch machbar aus, aber dann hat Conti einfach angefangen schneller, doller, stärker zu spielen und es sieht nicht gut aus. Man muss halt auch überlegen, das ist halt auch Malis bester Counterpick. So, yeah. Wenn es hier schon convincing aussieht,
Ist natürlich noch possible, aber Conti gibt ihm halt auch so keine, hat man auch gerade so gesehen, random Down Smashes. Ja, der schießt dir einfach. So, er ist dann super vorsichtig, der macht das richtig gut. Weil das kennt wahrscheinlich jeder, du willst irgendwie so Dash dancen oder so, drückst nach hinten und dann kommt so diese Down Smashes. Ja, auf jeden Fall. Conti gibt es ihm gar nicht. Und schon wieder sind sie gesplittet, die beiden. Ja, ich meine, Marley muss ja auch erstmal zeigen, dass er ihn wirklich gut punishen kann, damit es irgendwie close wird. Und die Recovery war insane. Ja, die war voll gut. Ja. Die versuche ich auch öfter zu machen, aber naja, ich scheitere. Oh, das sah sick aus irgendwie. Das sah richtig weird aus, dass das connected hat. Ja, es war wie unter ihm das nie, ne? Das sah irgendwie so aus, als hätte Conti irgendwie so einen kompletten Missinput gemacht, irgendwie so einen Jump geschluckt oder so. Aber trotzdem noch was rausbekommen. Ja, das könnte auch der zweite Forstock heute werden. Naja, gut. Nee. Falsches Timing. Vor allem nicht auf FD. Like, ja, der hat da gar keine Option zu recovern, wirklich. Okay, Conti hat auch genug gesehen. Es wird langsam possible für Marley. Ja. Es ist noch möglich. Naja. Okay, jetzt nicht mehr. Naja, ich weiß auch gar nicht, was Marley so Großes aus Downpost dann rausbekommt als Popo. Ne? Ist ja bloß ein Downspecial hoffen, dass man in eine Extra-Position kommt. Ne? Oder halt vielleicht ein Regrab einfach, weil es so gerade so auf niedrigen Prozenten, ich glaube, Tev ist da nicht mal im Knockdown. Oh, okay, so, das ist schlimm. Wenn du dann die Down Smash machst, so, kannst du nicht mehr auf den Tech-Chase gehen. So. Das ist halt eine richtig blöde Position dann. Wahrscheinlich kann man einfach runterhalten, das leidet man dann einfach zu Edge, oder? Wahrscheinlich auch. Also kommen noch die Prozente an, denke ich. Das wollen wir nicht sehen von Marley. Leider das Punch-Game heute nicht so gut. Oh, da konntest du ein bisschen das nie gemessert mit dem Fastball-Timing, hat einen Weak Knee bekommen, aber ist nichts passiert. Hätte Marley aber graben können. Er hatte den Read, ja. Aber leider wieder in die falsche Richtung gegrabt. Ja, schon wieder ein Knee von Conti, was ich ganz ankam. Okay, das war aber gutes SDI, glaube ich, von Conti, dass er da von dieser Uppe sofort weg konnte, von der Down her. Conti gibt ihm halt wirklich nichts, so abgesehen davon, dass Marley halt gerade nicht so krass und Point ist mit dem Punch Game. Conti, sein defensives Play ist super gut. Ja. Er gibt ihm wirklich nichts. Und ich glaube, er fängt auch langsam an, ein bisschen zu viel Spaß zu haben. Also ich denke, er fühlt sich gerade sehr, sehr gut in diesem Set. Ich habe gerade einfach nur ein S-Play von Conti gesehen, weil er dachte, dass Popo zu ihm rennen würde. Man muss auch sagen, Conti spielt halt super gut, wenn er confident ist. Ja, auf jeden so, Fall. Wenn er so ein bisschen shaky ist, der crumbled so hart. Aber wenn er so richtig cocky wird, so... Und dann noch die Sachen hittet. So. Ja, Dann ist er gerade mal, wir kennen, wenn Conti zu confident wird, dieser eine Clip von dem Double. Kennt doch jeder, ne? Das kennt man. Das war auch die Nummer 1 auf jeden Fall auf dem Video, ne? Ja. Deswegen, so, zu viel ist nicht gut, aber wenn Conti sich ein bisschen fühlt, oh nein, wie okay. Jetzt guckt, oh, ja. Der Fahrtpart war sogar gut. Das ist das Schlimmste daran. Nein, okay, er fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen zu sehr. Oh nein, er landet wieder bei GR Smash. Er verliert das Set. Ja, ich finde, Conti ist auch wirklich besser, als er dann im Tournament zeigt, ne? Weil im Tournament SD dann immer so viel, ne? Und messt irgendwie die Fastball-Timings ab und sowas. Man muss halt aber dazu sagen, das gehört halt dazu. Ja, Execution so ist ein großer Punkt von Melee. Friendly, so zählt halt nichts. Ja. So, wenn du es nicht im Turnier machen kannst, so, dann bist du dementsprechend halt auch nicht gut, weil das ist das Einzige, was zählt. Also, wenn Conti halt wirklich nicht SD'en würde, nicht seine Fastballs verkackt oder so in wichtigen Sets, da konnte sie so ein guter Spieler. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er ist auch schon so ein guter Spieler, aber das hält ihn halt noch zurück, so wirklich nochmal richtig zu Pop auf. Ja. Aber ich glaube, dafür spielt er auf jeden Fall auch nicht genug. Der Conti ist ja jemand, der wenig spielt, aber trotzdem krass ist. Ich meine, wir sehen halt auch bei Conti, wenn er sich halt wirklich fühlt, wenn er confident ist, wenn er halt nicht es sieht, dann shittet er auf manche Leute. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber dieses Match sieht auf jeden Fall aus wie ein Blauhaut. Mhm. Ich meine, dieser Stock ist halt schon gone. So, Marley braucht dann wirklich Nana und super. Ja. Jetzt entscheidet. So, wenn Conti es wieder hinkriegt, so Nana super schnell wegzukriegen, dann sieht's rough aus. Aber er bekommt doch einfach nichts von den Grabs, ne? Und ich meine, Conti, wenn er nie bekommt, tötet er Nana und er startet eine große Combo auf Popo. Und natürlich diese Berge, ne? An der muss auch erstmal vorbeikommen. What? Ja, das ist auch weird. Nana läuft ja so richtig schön langsam, ja, es ist vorbei. Ja, rough für Marley auf jeden Fall. Es ist halt aber auch roughes Matchup. Eins, mit dem Marley Cup auch nicht so vertraut ist. Ja. Und Conti halt auch in dem Sinne auch einfach der Favorit war. Das stimmt auf jeden Fall. Marley stets bemüht. Nächstes Mal.
Ja, aber auch so wie er ist ja noch da. Im Turnier. Hier geht es nur um das Seeding für das finale Bracket. Marley kann es noch zurückbringen. Auf jeden Fall. Und das ist ja auch der einzige Falkenspieler im Bracket.